Wir wollten halt damals ein Haus bauen, das nicht hohl klingt, wenn man an die Wand klopft. Ne? Und da wurden wir inspiriert von schon existierendem Leichtbeton. Das ist ja nun wirklich nichts Neues. Alles, was wir gemacht haben, ist den nochmal deutlich leichter zu machen. Infraleicht, so wie es eben Infrarot und Ultraviolett gibt, haben wir gesagt, was unterhalb von Leichtbeton ist, nennen wir Infraleicht. Der Beton wiegt unter 800 Kilo pro Kubikmeter. Er schwimmt. Aber das ist nicht der Grund, warum wir ihn verbauen wollen. Er ist so porig, dass er eben tatsächlich wärmedämmend wird, tragende Wärmedämmung. Und das ist für alle, die mit Beton arbeiten möchten, die recycelbar arbeiten wollen, die nicht Sondermüll produzieren wollen, wenn es nachher wirklich abgebaut wird, das Haus, schon von Interesse. Wir können nicht einfach mit Wärme, dem Verbundsystem immer, die sind ja auch einfach das Draufklatschen und so weiter bauen, geht nicht mehr. Wir müssen ja auch in die Zukunft denken. Zum Beispiel, wenn Sie den Styropor, den Sie dann wieder abmachen müssen von diesen Häusern, verbrennen, dann setzt es so viel Gift frei und es ist einfach überhaupt nicht nachhaltig. Wir müssen über langfristige, nachhaltige, neue, innovative Materialien nachdenken. Mir ist eben auch aufgefallen, dass allein Werkstoffentwicklung nicht reicht. Wenn einer nur Werkstoffe entwickelt und ohne das ganzheitlich zu sehen, wird das nichts. Und das Schöne ist eben dann die Zusammenarbeit mit dem Architekten, mit der Architektin, wenn man das eben gemeinsam entwickelt und von Anfang an das Potenzial, das entwerferische, konstruktive Potenzial mitverfolgt. Der Anfang war tatsächlich die IBA Hamburg. Das war die Initialzündung. Und zwar eine Kooperation zwischen Schleich-Bergermann, Barco-Leibinger und Transolar. Die waren auch dabei. Und Mai Schleich hat über viele Jahre recherchiert und auch dokumentiert, was die technischen Inhalte dieses Materials sind. Und wir sind halt für die Gestaltung zuständig. Beziehungsweise wir haben jetzt einfach mal ausgeschöpft, was können wir architektonisch, räumlich, gestalterisch aus diesem Beton rausholen. Wir haben es ja mit unglaublich dicken Wänden zu tun. Das heißt, man das hat fast so einen skulpturalen Ansatz, ne, was man damit machen kann. Und da haben wir eben diese barockförmigen Wände entwickelt. Erstmal viergeschossig für die IBA Hamburg. Da gab es dann noch Holzdecken. Also war Low-Tech, nicht High-Tech, Holzdecken und eben diese tragende Wärmedämmung. Und dann haben wir es weiterentwickelt für Urban Living in ein Hochhaus. Und jetzt letztendlich sind wir in der Mollstraße gelandet für ein 10-geschossiges Hochhaus. Und, aber eigentlich die Grundidee, das Leitmotiv dieser Wände und der Ansatz dieses Materials, den gibt es immer, den haben wir nie verlassen. Und das ist unser großes, wir sind auf der Zielgeraden, dass wir es jetzt endlich verbauen. Jede Innovation ist mit Risiko verbunden. Und deshalb muss man immer ein gewisses Risiko eingehen, wenn man was Neues macht. Aber wir sind jetzt nach 10 Jahren gemeinsamer Forschung und Forschung in der TU, nach zahllosen Masterarbeiten, 2 Promotionen, vielen Versuchen, eben so weit, dass wir sagen können, Leute, die Zeit ist reif, das kann man jetzt verbauen und das ist eine echte Alternative. Was die Forschung angeht, geht es weiter. Da gibt es noch so viele konstruktive Details zu entwickeln. Wir haben auch Schwachstellen gefunden, die müssen angegangen werden. Wenn es höher wird, könnte es sein, dass der Beton nicht mehr fest genug ist. Wenn Sie aber alle 20 cm einen 20 mm Stahlstab haben, dann kann der prinzipiell das ganze Haus tragen, solange diese Stäbe nicht ausknicken. Und deshalb denken wir über das Prinzip der sogenannten Stabwand nach, wo wir sagen, die Bewährung trägt und der Beton ist letztlich nur noch Stabilisierung der Bewährung. Und das ist dann plötzlich eine ganz andere Denke, weil der Beton dann nur noch eben Klimahülle, wenn Sie so wollen, und Stabilisierer der tragenden Bewährung ist. Also der Prozess ist noch lange nicht zu Ende. Beton ist noch nicht ausgereizt.